Herzlich willkommen zur Mondfinsternis im Krebs, die am 10.01.2020 auf 19 Grad Krebs stattfindet. Dies ist die erste von vier Mondfinsternissen, die im Jahr 2020 stattfinden. Es handelt sich um eine partielle Finsternis, eine Halbschattenfinsternis. Sie wird im gesamten deutschsprachigen Raum zu beobachten sein. Und gerade auch diese teilweise Verfinsterung des Mondes kann ein ganz besonders faszinierender Anblick sein, finde ich immer wieder. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis können wir eine Mondfinsternis bedenkenlos mit dem bloßen Auge oder auch mit dem Fernglas beobachten. Diejenigen von euch, die sich diese Finsternis zu Gemüte führen wollen, sollten sich also den 10.01. schon mal fett im Kalender anstreichen. In der Infobox findet ihr dann die Details zur Beobachtung der Finsternis. Aus astrologischer Sicht ist es eine ganz besonders wichtige Mondfinsternis aus mehreren Gründen. Zum einen findet diese Mondfinsternis genau zusammen mit einer äußerst seltenen Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock statt. Die Sonne, Merkur, Saturn, Pluto und Ceres bilden hier eine Konjunktion im Steinbock und damit eine Opposition zum Mond im Krebs. Der Mond ist im Krebs zu Hause. Der Mond ist der Herrscher vom Krebs, steht hier also ganz besonders stark in seinem eigenen Zeichen. Nichtsdestotrotz hat er hier einiges zu tun, sich gegen dieses ungeheuer starke Aufgebot im Steinbock durchzusetzen, beziehungsweise hier eine Balance herzustellen. Genau darum geht es bei einer Mondfinsternis. Eine Mondfinsternis ist sozusagen ein zigfach potenzierter Vollmond. Eine Mondfinsternis findet grundsätzlich zusammen mit einem Vollmond statt. Und so wie ein jeder Vollmond uns darin unterstützen möchte, zwei gegenüberliegende Lebensbereiche in Einklang zu bringen, möchte eine Mondfinsternis uns dazu im ganz großen Stil verhelfen. Und von daher können die Zeiten, in denen Sonnen- und Mondfinsternisse stattfinden, auch manchmal mit einigen ungewöhnlichen Ereignissen einhergehen, denn hier möchte etwas wirklich ins Gleichgewicht gebracht werden. Und wenn wir selbst halt ein sehr großes Ungleichgewicht in den jeweiligen Lebensbereichen haben, dann kann es durchaus sein, dass äußere Umstände uns dazu verhelfen, die Dinge hier mehr in Balance zu bringen. Eine Mondfinsternis ist, wie gesagt, ein besonders potenter Vollmond. Und so wie ein normaler Vollmond den Höhepunkt von einem bestimmten Zyklus kennzeichnet, ist das auch bei einer Mondfinsternis der Fall. Aber im Gegensatz zu normalen Neu- und Vollmonden ist eine Mondfinsternis in wesentlich größere Zyklen eingebunden. Während ein normaler Vollmond ein bestimmtes Thema immer nur für einige Wochen in den Vordergrund rückt, hat eine Mondfinsternis eine ungefähre Wirkdauer von 6 Monaten, wenn sie auf persönlichen Horoskopfaktoren stattfindet, also wenn ihr meinetwegen die Sonne, den Mond, Merkur oder Venus auf 17 bis 25 Grad Steinbock oder Krebs habt, seid ihr hier ganz direkt betroffen und dann kann sich diese Eklipse sogar auf mehrere Jahre in eurem Leben auswirken. Eine Mondfinsternis möchte uns, wie gesagt, darin unterstützen, zwei gegensätzliche Lebensbereiche in Einklang zu bringen.
Im Krebs geht es um unser Privatleben, um unser Familienleben, um unser Zuhause, um unser Gefühlsleben. Im Krebs geht es um den Schutz des Zuhause-Seins, also da, wo wir uns angekommen fühlen, da, wo wir uns wohlfühlen, da, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Im gegenüberliegenden Steinbock geht es um das öffentliche Leben, Beruf, Karriere, langfristige Lebensziele, unsere Position in der Gesellschaft, unser Status in der Gesellschaft, unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Da sich der aufsteigende Mondknoten von Ende 2018 bis Mai 2020 durch den Krebs bewegt und der absteigende Mondknoten in der gleichen Zeit durch den Steinbock läuft, werden wir in diesen Zeiten, in denen sich der aufsteigende Mondknoten durch den Krebs bewegt, halt dazu aufgefordert, uns vorrangig an den Krebsthemen zu orientieren. Hier geht es also darum, auch zu verstehen, welchen Einfluss die Gesellschaft auf die kleinste Form der Gesellschaft, sprich auf die Familie hat und umgekehrt, sprich, dass gesellschaftliche Strukturen auch dadurch aufrechterhalten werden, dass wir sie in unserer Familie weitergeben. Das ist natürlich eine große Angelegenheit und das ist ein Wachstumsprozess, in dem wir uns auf kollektiver Ebene befinden, aber halt auch auf persönlicher Ebene. Astrologisch kann man erkennen, wann eine Sonnen- oder Mondfinsternis stattfindet, wenn man sich anschaut, ob ein Neu- oder Vollmond nahe der Mondknotenachse stattfindet. Das Interessante ist, dass der aufsteigende Mondknoten sich, wie gesagt, bereits seit Ende 2018 durch den Krebs bewegt. Wir hatten seit Ende 2018 mehrere Sonnen- und Mondfinsternisse. Sonnen- und Mondfinsternisse finden in der Regel abwechselnd in den beiden Zeichen statt, in denen sich der aufsteigende und der absteigende Mondknoten befinden. Seltsamerweise, außergewöhnlicherweise hatten wir bisher keine einzige Mondfinsternis im Krebs, während sich der aufsteigende Mondknoten durch den Krebs bewegt. Wir hatten zwar mehrere Sonnenfinsternisse im Krebs und wir hatten auch schon Mondfinsternisse im Steinbock, wir hatten aber bisher keine einzige Mondfinsternis im Krebs, was, wie gesagt, äußerst ungewöhnlich ist. 2019 hatten wir nicht mal einen normalen Vollmond im Krebs. Während des gesamten Transits vom aufsteigenden Mondknoten durch den Krebs wird nur eine einzige Mondfinsternis im Krebs stattfinden und das ist die Finsternis, die jetzt am 10.01.2020 stattfindet. Aus dem Grund ist es eine außergewöhnlich machtvolle, kraftvolle Mondfinsternis und eine außergewöhnlich wichtige Mondfinsternis, die wir auf jeden Fall nutzen sollten. Wie gesagt, möchte eine Mondfinsternis uns darin unterstützen, ein Gleichgewicht zwischen polar entgegengesetzten Lebensbereichen herzustellen. Von daher sollten wir uns nun fragen, inwieweit wir uns seit Ende 2018, seitdem sich der aufsteigende Mondknoten durch den Krebs bewegt, halt wirklich um unser Innenleben gekümmert haben und unserem Privatleben viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Innere
Arbeit geleistet haben. Denn mit dem aufsteigenden Mondknoten im Krebs geht es darum, von innen nach außen zu arbeiten. Während es im gegenüberliegenden Steinbock, wie gesagt, um den gesellschaftlichen Status, gesellschaftliche Anerkennung und dergleichen geht, um unsere Position in der Gesellschaft geht, geht es im gegenüberliegenden Krebs darum, dass wir hier unsere wichtigste Basis, die astrologisch durch den Krebs symbolisiert wird, halt stark halten müssen, ja, und dass wir halt nicht immer nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit im Außen suchen sollten, sondern vielmehr hier wirklich darauf Wert legen sollten, wie es uns tatsächlich im Inneren geht, was sich in unserem Privatleben abspielt, was sich in unserem Familienleben abspielt, was sich in unseren eigenen vier Wänden abspielt. Ich betone immer wieder, dass das natürlich nicht bedeutet, dass während sich der aufsteigende Mondknoten durch den Krebs bewegt und der absteigende Mondknoten durch den Steinbock läuft, dass wir nun alle nicht mehr arbeiten und uns nur noch um unser Privat- und Familienleben kümmern, aber dass wir hier wirklich lernen, ein Gleichgewicht herzustellen, also sprich, dass wir hier erkennen, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir uns nicht von außen holen können. Dass das ein Fass ohne Boden ist, wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Sicherheit, die wir in unserem Leben, in unserem Inneren, in unserem Familienleben, in unserem Privatleben vermissen, dass wir die dann krampfhaft versuchen, im Außen zu suchen. Also durch ungeheuer viel Leistung, durch ungeheuer viel Arbeit, durch ungeheuer viel Einsatz im Außen. Wie gesagt, das heißt natürlich keinesfalls, dass man sich in diesen Zeiten nicht um seine Karriere kümmern sollte, aber dass man halt sehr genau schauen sollte, wo man versucht, sich etwas von außen zu holen, um etwas Inneres damit auszugleichen, woran es einem mangelt. Also zum Beispiel innere Sicherheit, innere Erfüllung, innere Zufriedenheit, innere Anerkennung, die wir uns selbst geben. Diese Mondfinsternis findet, wie anfangs schon angesprochen, ausgerechnet zusammen mit einem sehr seltenen astrologischen Event statt, nämlich mit der Konjunktion von Saturn und Pluto im Steinbock. Wir hatten das vorangegangene Mal am 8.11.1982 eine Pluto-Saturn-Konjunktion, damals auf 27 Grad Waage. Davor sind sich Saturn und Pluto am 11.08.1947 auf 13 Grad Löwe begegnet. Zugleich drei Konjunktionen von Saturn und Pluto kam es in den Jahren zwischen 1914 und 1915, damals im Tierkreiszeichen Krebs. Als Pluto das vorherige Mal durch den Steinbock lief, von 1762 bis 1778, kam es zu keiner einzigen Konjunktion zwischen Saturn und Pluto. Die letzte Konjunktion von Saturn und Pluto im Steinbock fand vor mehr als 500 Jahren statt. Das war damals am 3.1.1518 auf 4 Grad Steinbock. Interessanterweise genau auf dem Grad, auf dem die Sonnenfinsternis am 26.12.2019 stattfand. Von daher ist das also, wie gesagt, eine Rarität. Das ist ein seltenes Zusammentreffen. Und da Pluto und Saturn im Steinbock Machthaber symbolisieren oder auch Kampf um Macht, Machtkämpfe, ist das eine wichtige Angelegenheit.
Wie gesagt, wir sehen, was in der Welt vor sich geht, und daran sollten wir uns ein abschreckendes Beispiel nehmen, wie man es am besten nicht machen sollte. Und nicht nur auf der politischen Bühne, auch im Berufsleben oder unter Umständen auch in unserem Privatleben können wir es mit Menschen zu tun haben, die uns entweder in ihre Machtspiele hineinziehen wollen oder aber vielleicht versuchen wir auch selbst zu manipulieren. Oft manipulieren wir ja unbewusst, aber wenn uns dann jemand darauf aufmerksam macht oder wenn wir es selber erkennen, dann verändern wir unser Verhalten, wir übernehmen Verantwortung, wir werden hier reifer, wir werden erwachsener, und genau darum geht es im Steinbock, im Zeichen der Verantwortung und im Zeichen des Erwachsenwerdens. Es gibt aber durchaus Menschen, die dahingehend keine Verantwortung übernehmen. Es gibt durchaus Menschen, für die Manipulation zur Gewinnstrategie gehört. Und dadurch, dass wir halt in diesen Jahren so derartig viele Negativbeispiele in der Welt sehen, sollten wir uns wirklich fragen, wie wir persönlich denn mit Macht umgehen oder aber wie wir reagieren, wenn jemand anderes Macht über uns ausüben will. Machtspiele können natürlich in der unterschiedlichsten Art stattfinden. Manch einer drückt hier ganz gezielt auf die Tränendrüse, jemand anderes versucht mit Entzug zu arbeiten oder mit Schuldgefühlen, wieder jemand anderes versucht, mit Geld Macht auszuüben. Ja, also mit Pluto geht es um die gemeinsamen und geteilten Ressourcen. Ja, also da kann es sich um Geld handeln, da kann es sich um materielle Werte handeln, da kann es sich aber auch um immaterielle Werte handeln. Also wie viel Liebe gebe ich, wie viel Liebe bekomme ich, wie viel Aufmerksamkeit, Zuwendung gebe ich, wie viel bekomme ich. Und auch da kann es natürlich durchaus zu Machtspielen kommen. Bei Saturn, dem Herrscher des Steinbocks, geht es um Verantwortung. Wir tragen alle die Verantwortung dafür, wie wir persönlich mit Macht umgehen und wie wir halt darauf reagieren, wenn andere Macht über uns ausüben wollen. Im Krebs geht es, wie gesagt, um unsere Gefühlswelt. Der Krebs symbolisiert die Beziehung zwischen Mutter und Kind, ja, das Nähren und Genährt werden. Und während in unserer Kindheit unsere Mutter uns halt zur Seite steht, wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind, also sprich, wenn wir halt mit bestimmten Gefühlen zu kämpfen haben, geht es im Erwachsenenalter darum, dass wir hier sozusagen selbst die Mutter für unsere Gefühle sind und dementsprechend halt lernen, auf eine konstruktive Art mit unseren Gefühlen umzugehen. Und gerade dadurch, dass es hier zu dieser ungeheuer starken Steinbock-Konstellation kommt, kann es uns in diesen Zeiten ziemlich schwer fallen, wirklich mit unseren Gefühlen in Kontakt zu sein. Denn im Steinbock geht es darum, Gefühle im Griff zu haben, Gefühle zu kontrollieren. Der Steinbock symbolisiert uns in der Arbeitswelt, ja, und im Beruf ist es natürlich durchaus angebracht, dass wir unsere Gefühle im Griff haben. Aber im Privatleben und natürlich auch ganz besonders in der Beziehung zu uns selbst oder in nahestehenden Beziehungen
kann es natürlich äußerst hinderlich sein, wenn wir hier emotionale Mauern aufbauen und unter Umständen so lange Mauern, dass wir halt ja mit unseren eigenen Gefühlen nicht mehr im Kontakt sind. Da es, wie gesagt, nur zu einer einzigen Mondfinsternis während des gesamten Transits vom aufsteigenden Mondknoten durch den Krebs im Krebs kommt, ist diese Mondfinsternis äußerst wichtig, uns darin zu unterstützen, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu kommen. Oder aber halt auch für diejenigen von uns, die hochsensibel sind, die besonders feinfühlig sind, die eventuell sogar Empathen sind. Ja? Für diejenigen ist es eine ganz besonders wichtige Eklipse, um sich in emotionalen Grenzen zu üben, denn diejenigen von uns, die besonders feinfühlig sind, neigen halt dazu, die Emotionen von außen zu absorbieren und sie unter Umständen für ihre eigenen zu halten und sich dadurch dann auch oft sehr aus der Bahn geworfen zu fühlen, ja, und das Gefühl zu haben, dass sie ungeheuer viel Zeit und ungeheuer viel Energie darauf verwenden müssen, halt Gefühle zu verarbeiten. Von daher kommt es hier stark darauf an, ob man eher zu den Menschen gehört, die überaus empathisch und hochsensibel sind und die dazu neigen, sich für das Wohlbefinden von anderen übermäßig verantwortlich zu fühlen, oder aber ob man eher zu den Menschen gehört, die dazu neigen, ihre Gefühle von sich abzutrennen, ihre Gefühle zu verdrängen, nicht mit ihren Gefühlen in Kontakt zu sein. Ja? Wichtig ist so oder so im Krebs, dass wir lernen, bei unseren eigenen Gefühlen zu bleiben. Wie gesagt, hier geht es symbolisch gesehen um eine Mutter-Kind-Beziehung. Eine Mutter braucht natürlich Einfühlungsvermögen für ihr Kind. Eine Mutter braucht natürlich Empathie für ihr Kind. Eine Mutter darf sich aber nicht von den Gefühlen ihres Kindes mitreißen lassen, denn eine Mutter sollte ja Sicherheit und Stabilität bieten können und sollte auch eine gewisse Vorbildfunktion für ihr Kind sein, wie es mit bestimmten schwierigen Gefühlen umgehen kann. Von daher ist es im Krebs besonders wichtig, dass wir lernen, bei unseren eigenen Gefühlen zu bleiben und dass wir uns gegenseitig durch unsere eigenen emotionalen Prozesse gehen lassen. Diejenigen von euch, die sich in einer Beziehung befinden, in der es in diesen Zeiten zu großen Problemen kommt, sollten sich fragen, ob hier ein wichtiges, ernsthaftes Gespräch ansteht. Merkur, der Kommunikationsplanet, ist ganz direkt an dieser Finsternis beteiligt. Von daher kann es hier durchaus um sehr wichtige Gespräche gehen. Diejenigen von euch, die sich schon länger in einer Beziehung befinden, in der es ziemlich ungesund zur Sache geht, in der es immer wieder zu Machtspielen kommt, in der man schon alles Mögliche versucht hat, aber halt nichts gefruchtet hat, die sollten sich wirklich fragen, ob sie diese Beziehung denn weiterführen wollen. Eine Mondfinsternis möchte uns immer darin unterstützen, etwas Ungesundes hinter uns zu lassen, etwas Schädliches aus unserem Leben zu entlassen. Da hier Pluto so direkt beteiligt ist, fordert er uns umso mehr dazu auf, hier das Schädliche loszulassen.
Diejenigen von euch, die sich in vertrauensvollen Beziehungen befinden, ja, die können nun eine Hochzeit in dieser Beziehung erleben, denn der Krebs symbolisiert halt auch Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, wo man sich jemanden gegenüber wirklich auf tiefster Ebene emotional öffnen kann. Ja, von daher können wir ziemlich klar in diesen Wochen erkennen, welche Beziehungen uns gut tun und welche Beziehungen uns weniger gut tun. Im Krebs geht es darum, uns zu öffnen, uns auch verletzlich zu machen. Das gilt allerdings für nahestehende Beziehungen. Der Krebs ist ja ein Schalentier. Er hält seinen Panzer außen, der gibt ihm Schutz und Sicherheit für das weiche, zarte, verletzliche im Inneren. Ja, und von daher sollte man hier immer gut überlegen, wem gegenüber man sich wirklich öffnen will und wie weit man sich öffnen will. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype, auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu ganz speziellen astrologischen Themen, die besonders für diejenigen von euch geeignet sind, die sich schon selbst mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Schaut euch gerne um auf meiner Website. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich auch einen Artikel zur Mondfinsternis im Krebs gepostet habe. Und wie immer freue ich mich auch über Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche uns allen eine heilsame, erfolgreiche Mondfinsternis im Krebs. Bis bald, ciao!